So, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe heute kein Model da, aber ich dachte, ich zeige einfach auch mal Produktfotografie. Das gab es auf dem Channel noch gar nicht und ja, je nachdem, wenn das gut ankommt, werde ich es einfach öfter mal zeigen. Und heute habe ich, ich hoffe, ihr könnt das sehen. No. Nicht so gut. Aber ihr seht nachher auf jeden Fall die Bilder. Das ist einfach ein Glas, ein Whiskyglas mit Eiswürfeln und Wasser drin. Und ich denke, daraus kann man immer mal ein cooles Bild machen. Ja, und das versuchen wir jetzt. So, zum einen sieht Wasser und transparente Produkte und sowas sieht immer gut aus, wenn man es von hinten beleuchtet. Das habe ich jetzt schon mal so weit aufgebaut. Da steht einfach ein Studioblitz und ein kleiner, ich glaube, 5 Zoll Reflektor, diese Standardreflektoren einfach, der jetzt auf das Glas gerichtet ist. Und ich mache einfach mal ein Bild und ihr seht dann, wie das Ganze aussieht soweit. So, das ist übrigens eine Canon EOS R und ein Sigma 85mm 1.4 Art Objektiv. Das Ganze sieht jetzt schon mal ganz cool aus, allerdings ist es wesentlich zu hell und ja, das sieht noch ein bisschen so grob aus. Weiß nicht, wie ich es am besten beschreibe, aber ihr habt es ja eingeblendet gesehen. Das Ganze muss noch ein bisschen... Ja, es sollte edler aussehen, das Ganze sollte, man sollte sehen, dass das sich um transparente Gegenstände handelt. Das Wasser, die Eiswürfel, das Glas selber. Und das Licht sollte auch nicht so überall hinfliegen. Oh, ich stehe die ganze Zeit außerhalb vom Bild. So, das Licht sollte auch nicht so einfach überall hinfliegen durchs ganze Studio. Deswegen würde ich sagen... Ein Weg, das in den Griff zu kriegen, wäre ein Grid. Das mache ich jetzt einfach mal drauf. Man sieht auf dem Video auch schon, dass jetzt das Licht nicht mehr so in alle Richtungen fliegt, sondern ein bisschen gerichteter aussieht. Wer nicht weiß, was ein Grid ist, ich habe hier noch eins. Das Ganze sieht so aus. Das lässt einfach Licht in manche Richtungen durch und in manche nicht. Also der Lichtstrahl, der jetzt von dem Blitz ausgeht, ist einfach... schmäler. Es ist bis jetzt übrigens ein Licht-Setup. Das hier macht nämlich nichts anderes als mich anzuleuchten für das Video. Das Bild hat damit allerdings nichts zu tun. Also auf dem Foto, was die Kamera hier aufnimmt, sieht man aktuell nur das Licht da hinten. Ich mache nochmal ein Testbild und blende euch das ein. So, das sieht schon wesentlich dunkler aus, dadurch, dass das Licht nicht mehr alle Bereiche des Bildes und vor allem des Studios trifft. Ist aber immer noch zu hart für meinen Geschmack. Was wir da jetzt machen könnten, ist ja, eine Softbox benutzen. Oder wir benutzen einfach ein Diffusormaterial und halten das vor den Blitz. So, und das wird im... Für Studiofotografie und Stillleben, Produktfotografie wird das, habe ich das Gefühl, öfter benutzt als die Softboxen, weil man da ein bisschen flexibler ist mit der Entfernung zum Blitz und wie soft man es haben will. Ich hänge einfach mal eins hin und zeige euch den Unterschied. So wie man jetzt auf dem Testbild sehen konnte, sieht das Ganze schon wesentlich edler aus, viel gewollter, so als wüssten wir, was wir tun. Und das ist auf jeden Fall eine sehr gute Basis. Was wir jetzt noch machen sollten ist, von vorne sieht das Bild sehr, sehr dunkel aus. Und deswegen brauchen wir noch ein bisschen Licht von vorne. Da könnte man jetzt einen zusätzlichen Blitz benutzen. Oder wir reflektieren einfach wieder Licht. Und zwar könnte man das mit weißem Papier machen, mit Pappkarton, Styropor, alle möglichen Sachen. Ich habe jetzt Styropor dafür. Einfach mal... Wo habe ich es? Kleinen Moment. So,
So, ich habe einfach ein Stück Styropor auf so zwei so große Teile hier geschnitten und da so Klammern, damit die besser stehen. Die positioniere ich jetzt einfach mal links und rechts von dem Glas, so ungefähr in einem 45-Grad-Winkel, sodass das ein bisschen Licht wieder zurück aufs Glas wirft. So, ich habe jetzt das Live-View an der Kamera benutzt, um die Reflektoren so nah wie es geht an das Glas hinzustellen, ohne dass sie im Foto nachher auftauchen, sonst müssen wir die nachher nur rausretuschieren. Und ja, jetzt mache ich einfach mal ein Testbild und zeige euch den Vergleich. Also der Unterschied ist wirklich sehr subtil, aber wenn man auf die Eiswürfel guckt, sieht man, dass die unten relativ dunkel, fast schwarz waren und jetzt haben die so ein bisschen Details in den tieferen, in den dunkleren Bildtönen. So, ich würde jetzt sagen, dass wir auf jeden Fall noch ein paar Eiswürfel hinzufügen können. Oder wir machen was Cooleres. Wir machen ein Foto, während wir einen Eiswürfel reinwerfen. So hat man bestimmt schon mal gesehen, so ein Bild, aber es ist einfach cool, das selber zu machen. Und das kann man eben mit nur einem Blitz ziemlich einfach ausprobieren, falls ihr das nachmachen wollt oder so. Deswegen versuchen wir das jetzt einfach mal. Die Eiswürfel sind übrigens auch keine wirklichen Eiswürfel, sondern das sind so Acrylwürfel. Die habe ich einfach bei Amazon gefunden. Ich weiß nicht, ob das Deko ist oder ob es für Fotoaufnahmen gedacht ist. Aber ja, ich werde die jetzt einfach dafür benutzen. Das war so ein 12er-Pack. Kostet auch nicht viel, also kann man auf jeden Fall zum Ausprobieren sich mal holen. Und ich werde jetzt einfach versuchen, das von oben ins Glas fallen zu lassen und gleichzeitig im richtigen Moment auf die Kamera zu drücken, auf den Auslöser zu drücken. Und es kann sein, dass es das erste Mal funktioniert, es kann aber auch sein, dass es einfach jetzt 5, 10, 5000 Versuche braucht. Deswegen schauen wir mal. So, ihr habt das Bild jetzt eingeblendet gesehen. Es hat auf den ersten Versuch tatsächlich funktioniert. Bin selber überrascht. Was ich dazu am besten noch sage, ist, je niedriger die Leistung an eurem Blitz eingestellt ist, desto kürzer ist die Blitzdauer und desto besser werden die Wassertropfen eingefroren. Wenn ihr den Blitz jetzt auf volle Leistung stellt, dann habt ihr zwar mehr Leistung, dann wird der Blitz heller, logischerweise. Allerdings werden die Tropfen vom Wasser nicht wirklich so in der Luft eingefroren sein, sondern vielleicht so leicht verschwommen werden. Das unterscheidet eben teure von billigen Blitzen, aber das sind jetzt auch keine super teuren Blitze und es funktioniert auch mit denen. Einfach daran denken, nur so viel Blitzleistung benutzen, wie unbedingt nötig ist. So, ich mache jetzt einfach mal noch ein paar Würfe mit den Eiswürfeln, um verschiedene Splashes irgendwie auf der Karte zu haben und die vielleicht nachher in Photoshop zu einem coolen Bild zusammenzufügen. So, was durchaus passieren kann, wenn man Eiswürfel in Gläser schmeißt, ist, dass man dabei das Glas zerstört. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber es hat hier auf jeden Fall einen Sprung bekommen. Also nehmt zum Ausprobieren nicht euer bestes und teuerstes Glas, aber es hat auf jeden Fall cool ausgesehen, also es war es wert.